Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. Ja, das Spiel wird immer geiler, je weiter wir voranschreiten, und auch immer verwirrender. Also, wir haben letztes Mal herausgefunden, durch eine tote Zwerge, die mit uns gesprochen hat, dass wir eine Art Wächter sind, was uns aber nicht gerade viel weiterhilft. Der alte Wächter, genau, neue Quest. Der Geist von Kaldara, dem Berazzi, eines von Fürst Redricks unglückseligen Opfern, hat mich nach Keet Nua geschickt, wo ich einen Mann namens Meerwald finden werde. Kaldara hat mir gesagt, dass ich zu etwas geworden bin, das man einen Wächter nennt, und dass dieser Meerwald ebenfalls ein Wächter ist. Vielleicht kann er mir mehr darüber sagen, was mit mir vorgeht. Keet Nua befindet sich südöstlich vom Goldtal, hinter den Schwarzauen. Wenn ich mit Meerwald sprechen möchte, muss ich dorthin reisen. Genau, das ist unser nächster Hauptauftrag. Vorher aber haben wir Level Up zu vergeben. Also erstmal bei uns selber. So, sehr schön. Und ja, der Aufstieg ist immer gleich. Fähigkeiten, Klassenfreischaltungen und Talente. Also Attribute scheinen wir gar nicht steigern zu können mehr. Oder nur auf bestimmten Levels, weil in der dritten Edition von Dungeons & Dragons, also bei Icewind Dale und Neverwinter Nights, war es so, dass man nur alle 4 Stufen Attributspunkte vergeben konnte. Gut, gucken wir mal. Athletik 3 Punkte, Mechanik 3 Punkte. Okay, das wird wirklich hier immer teurer. Wir könnten einfach weitergehen und die Punkte uns aufbewahren. Aber machen wir nicht. Ich glaube, ich werde wirklich 3 Punkte hier reinstecken. Und 3 Punkte hier reinstecken. Ja. Vielleicht das nächste Mal dann in Überleben und Heimlichkeit die Punkte verteilen. So, weiter. Waldläuferfähigkeit wählen. Schnelle Zielerfassung. Der Waldläufer geht in einen schnellen fließenden Offensivrhythmus über, durch den die Genauigkeit verringert, die Feuerrate und Nachladezeit bei Fernkampfwaffen und die Angriffsrate bei Nahkampfwaffen jedoch verbessert werden. Geschwindigkeit sofort. Effekte. Nutzer. 20% mehr Angriffsgeschwindigkeit, 50% Nachladegeschwindigkeit, 7 Genauigkeit minus. Verwundender Schuss, das kennen wir ja schon vom Erschaffungsding hier. Sinn des Raubtiers. Verstärkt die tierischen Instinkte des tierischen Gefährten des Waldläufers. Wodurch sie einen Schadensbonus gegen jegliche Kreatur erhalten, die einen Zeitschadenseffekt erleiden. Passiv selbst, also 50% mehr Schaden gegen Gegner mit Zeitschaden, also wenn ich zum Beispiel Gegner verwunde. Verwundender Schuss. Auf einen Punkt und Wundzeitschaden, genau. Der macht, genau, Primärangriff plus einmal verursachter Zeitschaden. Und teuflischer Schütze. Was bedeutet modal? Ah ja, der so lange anhält, bis die Fähigkeit aktiv ist, also so eine Art Aura wollte ich fast schon sagen, aber das ist vielleicht eher Paladin-mäßig. Durch die verringerte Angriffsrate und Nachladezeit kann der Waldläufer sorgfältiger zielen und wodurch er einen Bonus auf Genauigkeit und Schaden erhält. Nutzer 20% weniger Feuerrate und Nachladegeschwindigkeit, aber 10% eine Fernkampfgenauigkeit und mehr Fernkampfschaden. Also 10 plus 10 Fernkampfgenauigkeit und 20 mehr Fernkampfschaden. Ich will fast zuerst den verwundenden Schuss nehmen, würde ich mal sagen. Weil dann kann ich Sinn des Raubtieres nehmen beim nächsten Mal, wenn ich das kann. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Teuflischer Schütze und schnelle Zielerfassung schon mal gar nicht. So viel schneller schießen muss ich nicht unbedingt können.
Und teuflischer Schütze, weiß ich nicht, ob das jetzt schon vom Vorteil wäre, das zu haben. Ich nehme mal lieber verwundender Schuss, das ist. Bringt mir, glaube ich, am meisten was. So. Keine neuen Talentfreischaltungen. Oh. Wir können also auf dieser Stufe nichts Neues vergeben, also erledigt. Für uns. Und jetzt für Alof. Der ist jetzt Zauberer Stufe 3. Der hat alles in Wissen reingepackt. Vielleicht sollten wir ihm ein bisschen Überleben geben. Und ein bisschen Athletik, dass er nicht so schnell umkippt. Und er hat eine ziemlich ungesunde Hautfarbe, muss ich sagen. So, Klassenfreischaltung. Wir können zwei Zauber wählen. Können wir auch hier Zauber wählen? Ja, könnten wir. Stinkende Zärtlichkeit? Ätzender Abfluss, nette Namen, verblüffendes Spektakel, Infusion der Lebensessenz. Flößt dem Zauberwirker Vitalität ein, wodurch er einen vorübergehenden Anstieg seiner aktuellen und maximalen Ausdauer erfährt. Nicht so unbedingt. Nekrotische Lanze, Feuerstahl, rollende Flamme. Erzeugt einen abprallenden Feuerball, der jedem, der im Weg steht, Verbrennungsschaden zufügt. Oh, das klingt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das nehme ich mal. Feuerstrahl. Erzeugt einen brennenden Flammenstrahl zwischen dem Zauberwirker und dem Ziel, der dem Ziel und dem, der dem Strahl gefangen ist, Anhalt Verbrennungsschaden zufügt. Nicht so wirklich. Nekrotische Lanze. Erzeugt eine Lanze aus reiner nekrotischen Energie, die sofortigen und Säureschaden zufügt. Spiegelbild. Erzeugt Duplikate des Zauberwirkers zur Ablenkung der Feinde und gewährt einen Bonus auf Abwehr, der mit jedem erlittenen Treffer verringert wird. Ja, das nehme ich mal. Das ist nämlich das Gegenstück zu dem Level 1 Zauber und das Gegenstück zu den Spiegelbildern aus Baldur's Gate. Und ich glaube, da nehme ich doch lieber nicht rollende Flamme fürs Erste. Was ist Miasma der Dumpfheit? Die Seelen jener im Wirkungsbereich werden von einem schweren Nebel bedeckt, wodurch Sinne und Verstand abgestumpft werden. Führt zu einem Wahllos auf Wahrnehmung, Intellekt und Entschlossenheit, gnadenloses Starren. Der Zauberwirker ist in der Lage, die Schwächen und Schwachstellen eines Feindes zu erkennen, als ob sie physikalisch greifbar wären, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers erhöht wird. Stinkende Zärtlichkeit, das Ziel wird gelähmt und mit kochenden Blasen infiziert, die mit einer fauligen Flüssigkeit gefüllt sind. Die Blasen platzen, wodurch alle Umstehenden erkranken. Nein. Fluch der verdunkelnden Sicht. Verschleiert die Sicht des Ziels mit vollkommener Dunkelheit, wodurch es erblindet. Ätzender Abfluss. Frisst die Seele des Ziels auf, verursacht Korrosionsschaden und wandelt die Essenz in Ausdauer des Zauberwirkers um. Also so eine Art Lebensentzug. Verbrennende Wunden. Führt dazu, dass sich die Wunden eines Pfeils im Wirkungsbereich entzünden und bei jeder Verwundung zusätzlich Verbrennungsschaden zufügen. Au, Bollwerk gegen Elemente. Übt den Zauber mit einem geheimnisvollen Schild und durchdringt ihn mit Boni auf die Schadensreduktion gegen Verbrennungsfrost und Säure und Schockschäden. Fesselndes Netz ist eigentlich klar, damit macht man ein Netz. Spinnt ein belastbares, teuflisches Netz aus. Netz durch den Wirkungsbereich, wodurch die Bewegung aller Betroffenen verringert wird. Und verblüffendes Spektakel. Erzeugt eine bizarre und verblüffende visuelle Ablenkung, durch die Feinde im Wirkungsbereich verwirrt werden. Nein, ich glaube, ich nehme die nekrotische Lanze mit physischem und Säureschaden. Das klingt ein bisschen nach Melfs Säurepfeil. Und keine neuen Talente. Und erledigt. So, wir sind ausgeruht. Wir können jetzt noch ein Gebäude besuchen, nämlich die Windmühle. Sure. Oder hier unten in den Keller mal reingucken, da waren wir nämlich auch noch gar nicht drin.
Und eigentlich müsste ja die Formation etwas anders aussehen. Formation 2, Formation 1. Wie auch immer. Macht einfach so. Dann gehen wir mal hier runter. Oh, hier ist jemand. Elendige Biester. Gegen die Wand gelehnt liegt einem matten Licht der ausgehenden Wandleuchte ein Mann am Boden. Er hat etwas Hageres, Fuchsartiges an sich und sein bleiches Gesicht ist schweißnass. Die Ärmel, die eines Arms, den er locker gegen die Seite hält, ist blutdurchtränkt. Als du dich ihm näherst, wirft er dir ein schmerzverzerrtem Gesicht einen ängstlichen Blick zu. Sieh dich vor, falls du hineingehen willst. Er wirft einen schnellen Blick auf die Tür zu seiner Linken. Dieser Ort ist nicht ganz so leer, wie ich angenommen hatte. Dieser Tempel ist nicht mehr das, was er einmal war. Das ist wahrscheinlich auch das Beste, wenn ich mir überlege, in welchen Zeiten wir leben. Er stöhnt und zuckt schmerzhaft zusammen, als er seinen Körper verlagert. Ich bin nicht zum Plündern gekommen, falls du das vermutest, und zum Beten bin ich auch nicht hier. Ich glaube, ich wollte einfach nur Gutes tun. Und was hat mir das eingebracht? Einen zerkratzten Arm. Er sieht dich müde an. Vielleicht hast du ja mehr Glück. Was ist mit ihnen passiert? Ich versuchte, den Spinnen auszuweichen. Er stößt ein leises Lachen aus. Ich bin auf einen Skuldur gestoßen. Vielleicht wäre es mir etwas besser ergangen, wenn mir das Biest das Schwert nicht aus der Hand geschlagen hätte. Eine gute Klinge noch dazu. Wahrscheinlich liegt sie immer noch im Staub. Er lächelt müde. Also ist das schon in Ordnung. Ist keine schlimme Wunde, glaube ich. Tut nur weh. Ich könnte dein Schwert für dich holen. Was machst du denn hier unten? Der Mann deutet mit seinen Fingern nach oben. Diese Ruinen um uns herum. Früher waren sie ein Tempel von Iotas, dem zersplitterten Gott. Ein großer Tempel noch dazu. Aus dem ganzen Dirrwald strömten die Gläubigen hierher, selbst aus Weedkeras. Natürlich nur bis zum Krieg. Und selbst dann kamen immer noch ein paar Sturköpfe, die es einfach nicht in den Schädel bekamen, dass ihr Gott nun der Vergangenheit angehörte. Mach weiter. Als das Vermächtnis anfing, beschloss Fürst Redrick, dass er den Ethosianern gegenüber zur Mede gestimmt war. Er hat sie von seinen Leuten allesamt im Tempel niedermachen und sie da unten unter einem Haufen Felsen begraben liegen lassen. Oh, übel. Danach ordnete Redrick die Versiegelung des Tempels an. Jahrelang ist es so gewesen, bis vor kurzem Fürst Redrick hofft, dass man uns durch die Zerstörung des Tempels eines lebenden Gottes vergeben wird. Und damit wird auch das Vermächtnis enden, verstehst du? Er lächelt schief. Bis dahin wird der Tempel aber so bleiben, wie du ihn jetzt siehst. Unbewacht, und da genau kommst du ins Spiel, wird dann leckt sich über die Lippen. Diese Priester, gut, sie mögen ja kaum Krebs im Schädel gehabt haben, aber solche Tode hatten sie auch nicht verdient. Im Hause ihres Gottes niedergemetzelt zu werden, also wirklich, das finde ich einfach nicht richtig. Wenn du dort hinuntergehst und ihre sterblichen Überreste finden könntest, dann könnten wir ihnen endlich ein ordentliches Begräbnis verschaffen. Wirtham atmet aus. Keine leichte Aufgabe. Du könntest ja auch ein paar Münzen verdienen, solltest du noch eine Motivation brauchen. Altos verhaltener Gesichtsausdruck wird etwas weicher. Was für eine angenehme Überraschung, dass es noch jemanden mit einer Spur Respekt für die Toten gibt. Ich werde sie finden. So wie ich es sehe, solltest du eigentlich nicht hier drin sein. Sie sind doch schon lange tot. Welche Rolle spielt es denn noch, wo sie begraben sind? Moment mal, du willst, dass wir dir ein paar Skelette bringen? Zuerst hätte ich da aber noch einige Fragen. Ich glaube, ich werde sie finden, aber erst einige Fragen. Warum kannst du das nicht selber machen? Weil er verwundet ist? Genau. Hätte Fürst Redrick nicht etwas dagegen, dass wir da unten herumgraben? Ich würde ihm jedenfalls nicht davon erzählen. An diesem Ort zu verweilen ist für niemanden gut.
Wenn du deine Aufgabe schnell und leise erledigst, können wir diesen Priester ohne großes Theater Gerechtigkeit widerfahren lassen.